Mann, Mann, Mann. Das wird immer peinlicher. 1860 München ist wirklich ganz unten angekommen. Ehrlich gesagt, mich wundert sogar, dass sich die Verantwortlichen überhaupt noch im Spiegel anschauen können. Die ganze Geschichte dazu gibt's jetzt hier in diesem Video. Eins muss ich jetzt direkt zu Beginn mal sagen, ja, ich bin Fan des FC Bayern und das wird jetzt für viele 60er das ausschlaggebende Argument sein, aber ich bin vor allem Fan des Fußballs und Fan des Fairplays und das hier ist eine pure Doppelmoral und da spielt es jetzt auch keine große Rolle, ob sich das der TSV 1860 München geleistet hat oder irgendein anderes Team. Fangen wir also mit der ganzen Geschichte mal an. 30. Spieltag in der zweiten Liga, Schlusslicht MSV Duisburg empfängt 1860 München. Also ein absolutes Krisenduell. Die Löwen standen zu dem Zeitpunkt schon auf dem Relegationsplatz und so ist diese Partie auch gewesen. Ein Fehlpass nach dem anderen, beide Teams absolut nervös. 1860 München geht dann trotzdem in Führung, dann kommt aber diese Situation. Flanke, Schuss, Pfosten und Tor? Fragezeichen. Der Schiri sagt ja, in der Zeitlupe sieht es aber dann doch sehr nach einer Fehlentscheidung aus. Die Löwen regen sich tierisch auf und jetzt fängt diese ganze Geschichte an lächerlich zu werden, weil es zu, Zitat, 99,9% kein Tor war, will Sportdirektor Oliver Kreuzer Protest einlegen. Seine Begründung, auf den Fernsehbildern sieht man, dass es kein Treffer war. Oh Gott, ja, und wen interessiert's? Es spielt doch überhaupt keine Rolle, dass man es in der Zeitlupe sieht. Denn jetzt kommt diese Breaking News. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Fakt ist, in der zweiten Liga gibt es kein Hawkeye. Und wieso? Weil fast jeder Zweitligist dagegen gestimmt hat. Auch 1860 München. Und wieso? Weil die Technologie 200.000 Euro kostet. Geld, das kaum ein Team hat. Auch 1860 München nicht. Jetzt aber sich zu beschweren, dass man keine technischen Hilfsmittel hat, ist einfach pure Doppelmoral. So nach dem Motto, wir wollen kein Geld für eine Torlinientechnik ausgeben, aber sie trotzdem haben. Viel schlimmer ist, und da wird's jetzt richtig ekelhaft, die Spieler von 1860 München werfen den Schiedsrichtern vor, nicht professionell zu sein. Torhüter Stefan Ortega hat zum Beispiel gesagt, und da zitiere ich wieder, von uns wird professionelles Verhalten erwartet, also sollte man das doch auch von den Schiedsrichtern erwarten können. Jetzt mal meine Frage an Herrn Ortega. Ist diese Aussage wirklich professionell gewesen? Ganz klar, nein. Klar, nach dem Spiel ist man sehr emotional, aber trotzdem finde ich, als erstes sollte man mal vor der eigenen Haustür kehren. Denn kein Spieler von 1860 München hat in den letzten Wochen und Monaten konstante Leistung gebracht. Man hat sich selbst in diese Lage gebracht. Jetzt wird aber der Fehler beim Schiedsrichter gesucht. Ich weiß, es ist immer leichter, die anderen zu beschuldigen. Man selbst ist ja nie schuld. Einen Schritt weiter geht dann sogar noch Kreuzer. Er kritisiert, dass man einen sehr unerfahrenen Schiri angesetzt hat. Die Kirsche dann auf der Sahnetorte ist, er findet es schon sehr speziell, einen Linienrichter einzusetzen, der nur 40 Kilometer von Duisburg entfernt wohnt. Zwischen den Zeilen wirft er also den Schiris vor, parteiisch gewesen zu sein. Wie gesagt, 1860 München hat Protest gegen die Wertung des Spiels eingereicht. Heißt, sie wollen, dass das Spiel nicht gewertet wird, beziehungsweise noch einmal ausgetragen wird. Dazu muss man jetzt vielleicht nochmal sagen, Duisburg hat noch das Siegtor zum 2:1 geschossen. Aber Leute, und da frage ich mich jetzt wieder was, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Zu 1000% wird sich doch der DFB vor den Schiri stellen und sagen, hey, das ist eine Tatsachenentscheidung gewesen. Und wisst ihr, im Leben gleicht sich doch alles irgendwann aus. Mal ziehst du einen Vorteil aus einer Situation, manchmal wirst du benachteiligt, sowohl im privaten Leben als auch im Fußball. That's it! Jetzt wird es für 1860 München aber richtig düster. Das Team steht auf dem vorletzten Platz, punktgleich mit dem MSV Duisburg. Die nächsten Spiele sind jetzt auch nicht unbedingt leicht. Eintracht Braunschweig, St. Pauli, Paderborn, ein direktes Duell gegen den Abstieg, und der FSV Frankfurt sind die Gegner. Also einen Tipp will ich da ehrlich gesagt nicht abgeben. So viel also zu diesem Thema. Wisst ihr, ich will einfach, dass es fair im Fußball zugeht. Jetzt wird bald der Videoschiri getestet, dazu gibt's in der ersten Liga schon die Torlinientechnologie. Es sind Schritte auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber trotzdem wird es immer Fehlentscheidungen geben.
Das macht den Sport aus und deshalb lieben wir doch auch den Fußball. Den Schiedsrichtern aber vorzuwerfen, parteiisch zu sein, puh, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen dicken Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, völlig kostenlos natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt bin ich aber richtig durch. Ich muss mich, glaube ich, erstmal davon erholen. Wir sehen uns, haut rein und ciao.